Habt ihr schon mal eine Erstbefahrung mit einem Mountainbike gemacht? In Friaul sind solche Sachen noch möglich, denn dort gibt es so viele Gipfelchen, auf denen anscheinend noch keiner mit dem Bike war, zumindest lässt sich online nichts dergleichen finden, dass wir das natürlich gleich anpacken mussten. Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind schon wieder beim Anstrampeln. Es geht jetzt heute so circa 1300, 1400 Höhenmeter. In Summe mit Blick bis auf Venedig, wenn wir Glück haben. Gerade eben wird im Tunnel fotografiert. Ich glaube, das ist halt eigentlich eine Hauptstraße. Hoffentlich kommt keiner von hinten, aber es ist relativ gerade. Und jetzt geht's ins schwarze Loch. Ah nein, ich sehe schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Das Bike ist größtes Gold, ist nach wie vor das Wasser. Dementsprechend wird es gerade aufgefüllt. Und ja, wir haben Glück gehabt. Ein paar Autos sind schon unterwegs. Aber wir haben überlebt. Was für eine geile Brücke hier bei den Tagliamento drüber führen. Die Wasserfarbe ist jetzt besonders schön, weil er hat gar nicht so viel Wasser. Dann ist immer noch ein bisschen blauer. Mega. Gab's nicht jetzt. Foto-Action. Wenn er die Kamera auspackt, ist immer schön. Schaut mal die Blumen. Die waren in echt so krass von der Farbe her, unbeschreiblich. Die Anfahrt mit dem Wohnmobil war schon ein kleiner Horror. So schmal und wie im Dschungel. Mit dem Radl ist es natürlich voll entspannt. Aber krass, was das hier einfach für Wegenetze hat. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, denn wir waren ja im weitesten Hinterland und dort ist dann auch so eine Fütterungsstation für Greifvögel. Dementsprechend war der Himmel voll von denen. Hier hängt ein Schild, dass man nicht angeln darf. Das war früher die alte Hauptstraße, da macht es wieder mehr Sinn. Wir sind mittlerweile von der neuen Hauptstraße abgebogen. Und hier ist unser Uphill. Recht gemütlich. Das ist wie in einem Tunnel von Bäumen. Voll geil. Aussicht auf den Tagliamento. Man fühlt sich fast wie in so einem Vogelkäfig, in so einer Volontiere, oder wie heißt das? Ja. Weil es überall zwitschert. Und die Straße ist noch vom Ersten Weltkrieg. 1917 haben wir da unten von so einem Schild entziffert in römischen Zahlen. Ja, schon sehr für mich macht die Straße. Bei so einem Uphill mit einem Biobike hat man relativ viel Zeit. Dementsprechend unterhalten wir uns gerade über die Abweichungen der Steinmauern und sind auf die Ägypter und die Pyramiden zurückgekommen. Gibt viel zum Nachdenken. Währenddessen aber beste Kulisse mit Blick auf den Tagliamento immer noch. Eigentlich krass, über was man alles nachdenken kann. Ja, entschleunigen, aber nimmt auch ein bisschen die Leichtigkeit, weil das ist schon auch irgendwie, ja, gruselig ist vielleicht das falsche Wort, aber krass, was wir alles nicht wissen. Ja, fragend. Das ist ja immer, wo wir oft fahren, wo man sich denkt, wie hat man das noch geschafft? Also, wie hat es dann funktioniert? Weil je älter die Technologie ist, desto interessanter ist ja, weil es gibt Aufzeichnungen mehr, wie es gemacht worden ist. Und dann immer wieder im Kontrast diese wunderschönen Blicke, die es eigentlich leicht machen. Mich macht das echt immer so ein bisschen nachdenklich, dass wir da so wenig wissen über die Zeit und ja, so viele Spekulationstheorien gibt. Und noch weniger befestigte Straßen. Die Steigung bei den Straßen aus dem Ersten Weltkrieg ist so gering, da die Autos ja noch nicht so viel gepackt haben. Teilweise ist die Straße voll breit, teilweise ist nur noch einspurig, weil es so ausgewaschen ist. Und da war gerade eine Abhöhe-Schlüsselstelle. Die Steigung ist echt nicht stark, aber teilweise ist die Straße wirklich ganz schön kaputt. Hier ist es gerade wieder voll angenehm. Dementsprechend wechselt das immer zwischen einfach und schwierig. Und generell hat sich der Uphill einfach total gezogen. Ah, krass. Wie hoch hier aber auch einfach die Bäume sind. Weil die können ja maximal 100 Jahre alt sein. Unser Ziel dauert noch ein bisschen. Die Verlängerung von dem, was man hier sieht, wird dann das Ziel werden. Und jetzt ist hier wie auf der Autobahn. Voll verrückt. Das merkt man gleich, es dreht sich viel leichter. Autobahnende. So als nicht so lange. Jetzt spuckt es uns wieder aus auf eine normale Straße. Das ist immer total schräg. Man fühlt sich, wie wenn man mitten im Nirgendwo wäre und nichts mehr außenrum ist und auf einmal Straße. Mega cool, da müssen wir hin. Aber hier ist der kürzere Weg. Den nehmen wir. Eh klar, wir wollen ja hoch und nicht rüber. Der Martin hat vorher gerade schon gesagt, wenn man lange Auffahrt googelt, dann findet man den Weg hier. Fühlt sich echt so an, weil das so flach ist alles. Deswegen macht man recht viele Meter und wenig Höhenmeter. Gibt es mal einen kleinen Stopp. Die Vicky ist schon in die Sonne, der ist zu kalt. Wir genießen den Schatten. Die ersten 900 Höhenmeter haben wir jetzt in den Beinchen. Die haben sich echt ein bisschen gezogen. Aber die Aussicht ist jetzt schon richtig cool.
Hier sehen wir in den Triglav rein, da waren wir gestern, ja? Voll cool. Und hier eben wieder in den Taliamento. Jetzt wäre mir der Name hier nicht mehr eingefallen. Da seht ihr jetzt unten die Straße und hier, wo wir eben drehten. Und dann sieht man gleich, es macht einfach echt wenig Steigung. Und dementsprechend tritt man und tritt man und tritt man, um ein paar Meterchen Höhe zu gewinnen. Da ist die Hütte. Und wir wollen auf den Gipfel theoretisch, wenn es geht. Schauen wir mal. Ha? Auch coole Karten. Ja, die sind mega. Super gemacht. Arbeitet sich nicht her. Ah, jetzt wird getragen. Ich versuch's noch ein bisschen mit Schieben. Schauen wir mal. Lang der Wert habe ich mich jetzt nicht gegen das Tragen. Hier macht es keinen Sinn mehr zu schieben, ist zu eng. Aber gut, geht schon noch. Ich bin es nicht mehr so gewohnt. Aber das Radl ist zum Glück nicht so schwer. Das läuft schon. Blick Richtung Meer. Ist aber dunstig. Und das Kreuz wäre unser Gipfel. Ja, kann man zufrieden sein. Für alle, die vielleicht geplant haben, das Ganze mit dem E-Bike zu machen, hier ist eine Stelle, die ist ein bisschen schmäler, mit Seil gesichert. Ja, okay. Für unsere Verhältnisse machbar. Ha? Also die Stelle, die ging super bei mir. Aber der Weg zweigt da einmal ab. Da macht der rechte fast mehr Sinn, weil links ist schon ein bisschen verfallen. Das ist mein Weder, das mag ich. Was jetzt genau? Hinaufgehen in Rahl und Dorf. Jetzt ist der Gipfel wirklich schon sehr greifbar. 28 Kilometer und 1300 Höhenmeter haben wir bis jetzt gemacht. Ja, nicht ohne. Und auch hier oben, es bleibt weiterhin flach. Also auch hier zieht sich noch ein bisschen. Man sieht das Kreuz schon seit Ewigkeiten. Aber ich glaube, jetzt haben wir es dann wirklich gleich mal. Yay, oben sind wir. Voll, voll geil. Ja, geil, Alina. Mega, mega. Wow, hey. Da ist noch Kraft da. Ich meine, die zieht mich um. Ah ja, jetzt zeige ich euch mal, wie das von ganzem ausschaut, weil das Kreuz ist echt, echt, echt prominent. Also es ist ein richtig sattes Teil. Das sieht so schön aus. Das ist echt krass. Und das ist nicht ganz, ganz oben. Wir vermuten, der Grund dafür ist, dass da die Militärstraße vorbeigegangen ist, wo jetzt der Gipfel ist. Und dementsprechend ist das eben dann als Gipfelkreuzstelle genommen worden. Wer am gefräßigsten ist. Die anderen sind auch beim Fackeln fotografieren und keine Ahnung was machen. Bei mir gibt es schon Essen. Du mit? Ah, krass. Gut, gut, gut. Diätwurst halt mit und Diätbrot. Mhm. Rauch muss weg. Körperfett 1%. Die essen schon auch was, so ist es nicht. Es dauert nur alles länger, was Essen angeht. Ich bin echt gefräßiger, habe ich so das Gefühl. Mir? Aber die jetzt nicht. Achso, ja. Das heißt, beim Lidl die Angebote gibt, was in Aktion ist, lebe ich total ausgewogen. Zucker, Schokolade. Muss ich mal gerade sagen. Schoki. Ein harscher Übergang, aber für uns ging es dann auch recht schnell wieder ab auf den Trail, denn der war recht herausfordernd. So flach wie die Auffahrt war, so flach war dann ja auch die Abfahrt und dann sind die verblockten Stellen teilweise schwerer zu machen, als wenn es ein bisschen mehr Tiefenmeter hat. Bis zu einem, wo man auch die gute Aussicht auf den Kawatsu-See hatte, war Abfahrt wie Aufstieg. Danach ging es dann aber auf einen Trail, der schon woanders war als die Militärstraße bergauf. Ja! Ja.
Jetzt sieht man wirklich bis zum Meer hinter nach Gralo. Hier wird noch geshootet. Boah. Ihr seht sicher, von hinten sieht man, wie verblockt die Stellen zum Teil war. Nach vorne war der Ausblick Richtung Tagliamento und eben bis zum Meer wirklich gigantisch. Also ein relativ kleiner Berg so gesehen mit 1300 Höhenmetern, der aber unglaublich gute Aussicht bietet. Ja. Jetzt seht ihr sie, das ist die Alm und ab da ist der Trail dann anders als die Auffahrt. Zum Teil richtig, richtig cool, zum Teil war er dann aber auch ein bisschen ausgespült, wie so, ja, wie wenn der Bach reingefahren wäre. Aber lasst uns das doch einfach zusammen anschauen. Ich habe euch nichts vorenthalten. Es gibt von allen Trailabschnitten kleine Ausschnitte. Natürlich nicht die komplette Abfahrt, das wäre einfach zu lange. Aber ich habe euch alles gezeigt, von einfach bis schwierig bis unfahrbar, wo wir auch einen Teil schieben mussten, ist alles mit dabei. Wir waren jetzt alle schon ziemlich ohne Wasser unterwegs, noch so ein paar Schlucks. Und jetzt gibt es hier einen Quellüberlauf, besser kann es gar nicht sein. Voll geil. Es ist wirklich eiskalt. Thank you.
also hier sind dann teilweise Pflanzen ohne Ende und teilweise haben die auch Stacheln. Der Trail ist mega. Aber das macht so ein bisschen. Ja. An der Straße war dann auch eine relativ alte Tafel, in der von einer Grotte die Rede war, auch mit Bildern. Es sah so schön aus, dass wir uns natürlich gedacht haben, die wollen wir uns auch anschauen und uns auf die Suche begeben werden. Seid gespannt, ob wir sie finden. Ausgeschaut hat sie wirklich wunderhübsch. Den ersten längeren Trail haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Jetzt geht es ein bisschen die Schotterstraße entlang und dann gibt es immer noch mal ein paar Trail-Abschneider, kurzer Gegenabhill. Und dann finaler Trail bis zum Auto. Next Stop, Grotte. Die Räder haben wir jetzt mal gebunkert. Da ist der Eingang, wo sind denn die Grotten? Keine Grotte gefunden. Grottenführer engagieren. Also falls das die Markierung für die Grotte ist. Wir mussten nicht allzu lange Trübsal blasen, dass wir die Grotte nicht gefunden haben, denn dieser Weg war absolut eindrucksvoll, in echt komplett gemauert, hat einen ganz schön durchgeschüttelt, das schon, aber so schön durch den Wald durch, die weißen Platten, also wirklich, ja, ein Bild für die Götter. Oh, ja. Ah, schön. Mega. Ja.
oder am Berg kein Problem, in der Stadt schwierig. Das Hindernis haben wir auch gut überwunden und jetzt geht's zurück Richtung Autos. Gut, zurück sind wir schon mal. Vielleicht kochen wir nachher aber noch Essen und irgendwo baden werden wir auch, ne? Ich weiß noch nicht, ob das das Ende ist, ihr werdet sehen. So, der Plan war hier abduschen. Mal schauen. Das hat ausgezeichnet geklappt. Schaut zwar noch gleich aus wie vorher, aber ich rieche jetzt gut. So, Dinner. Dafür, dass es improvisiert ist, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass wir eher essen gehen, ist es gar nicht so übel geworden, finde ich.